interessant war, dass gerade jetzt in den Medien irgend so etwas wie eine Wandlung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in den Mainstream-Medien, in der Tagesschau und in den großen Blättern, da hat man über Ausländerkriminalität niemals was geschrieben. Das hat man immer verheimlicht. Man hätte niemals über irgendeine Vergewaltigung oder über irgendeinen Taschendiebstahl oder was es da auch immer gibt, darüber wurde geschwiegen. Das geht sogar so weit, ich habe heute im Fokus gelesen, dass die Polizei Anweisungen bekommen hat, solche Daten nicht weiterzugeben, nicht darüber zu berichten. Und selbst der Fokus schreibt jetzt darüber, auch das hätten die früher niemals getan. Gerade jetzt mit Köln ist uns das aufgefallen, dass selbst die Tagesschau über diese Ereignisse geschrieben oder gesendet hat. Und dann kommen gleich irgendwelche Experten, die dann ihre Meinung sagen. Und dann wird das richtig aufgebauscht, dann wird das eine ganz große Nummer. Warum? Diese Dinge, die passierten aber nicht nur in Köln. Das kam kurz danach raus, dass es auch in Hamburg, in Stuttgart, in Leipzig, habe ich jetzt davon gehört. Und heute habe ich gelesen in Halle Live, auch in Halle direkt sind Menschen schon angegriffen und begrapscht worden. Das ist also keine Einzelnummer, da kann man nicht mehr so schnell rauskommen und sagen, naja, war ein Einzeltäter. Allein dort in Köln waren es ja wohl auch mehrere. Es gab wohl ganz viele, im Augenblick sollen es schon hunderte Anzeigen sein, die dort gemacht wurden. Da die Oberbürgermeisterin Reker, die hat sich dann mit so tollen Sprüchen, ja, dass man sich mit einer Armlänge entfernt von Fremden bewegen sollte, damit hat sie sich ein bisschen lächerlich gemacht. Die Leute haben da Witze drüber gemacht. Aber diese Frau, die hat auch am vergangenen Montag, also 3 Tage nach den Ausschreitungen, hat die vor Journalisten immer noch gesagt, die Behörden hätten keine Hinweise darauf, dass es sich bei den Beteiligten um Flüchtlinge handelte. Die Bundespolizei hat aber dann kurz danach bekannt gegeben, dass es von den bislang 32 namentlich bekannten Tatverdächtigen 22 den Status als Asylbewerber hätten. Also man merkt, diese Politiker, die lügen fleißig weiter und kommen damit auch nicht immer durch, wie wir hier gesehen haben. Und dann nutzen sie gerne diese Situation für sich aus, wenn sie merken auf einmal, okay, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und dann entsteht der typische Opportunismus. So hat zum Beispiel der Innenminister Jäger aus Nordrhein-Westfalen einfach den Kölner Polizeipräsidenten Albers entlassen. Hat er ihn als Bauernopfer einfach hingestellt, damit ihm nichts passiert. Er bekommt jetzt trotzdem Kritik. Und andere Politiker nutzen dann diese Situation, um dann Stimmung zu machen oder Meinung zu machen oder sich irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Einige fordern jetzt zum Beispiel schärfere Strafen, auch bei Sexualdelikten. Vielleicht macht das ja auch Sinn, kann man ja mal wirklich drüber diskutieren. Und mehr Kontrolle bei Einwanderung wird jetzt auch gefordert. Also jetzt nutzen Politiker diese Situation aus, um da Politik zu machen. Ich komme aus Dortmund, da gab es vor 12 Jahren einen Mord an einen Türken, der hieß Mehmet. Und seit diesen 12 Jahren hat sich in Dortmund ein großes Bündnis gegen Rechts entwickelt und das behauptet, dass dieser Mord begangen wurde von Leuten aus diesem Dunstkreis. Es ist eigentlich schon längst sozusagen ein Gegenbeweis erstanden, dass es gar nicht sein kann aus dieser Gruppe. Das war, dass sich die Menschen jahrelang nur damit beschäftigen, sich zu stören und gegenzustören. Das ist lächerlich. Es werden Demos angemeldet, es werden kleine Veranstaltungen gemacht und dann kommen die Störer. Die Störer sind meistens in der Überzahl und kein Mensch in der ganzen Stadt interessiert sich dafür, was da überhaupt passiert. Was läuft da überhaupt ab? Welche Ergebnisse gibt es hier? Welche Diskussionslösungen gibt es? Wenn man dann, ich sag mal, jedes Mal darüber diskutiert, oh, da kommen die Rechten. Oh, da kommt aber die Gegendemonstranten, da kommt die Antifa. Oh, da müssen wir ganz viel machen, da müssen wir Polizei und. Also ich finde sowas von schwachsinnig, ja? Sowas von blödsinnig.
Bürgern glücklichen Sinn ist, die Kirchen, der Bürgermeister, der, ganz viele Vereine, der Deutsche Therapeutische Wohlfahrtsverband, alle sind in diesem Bündnis, weil es ist ja so schick, gegen die Rechten zu sein. Das, was ihr hier macht, dass ihr hier steht, dass ihr hier bleibt, das ist mein größter Herzenswunsch. Und dass ihr bei eurem Recht auf Demokratie bleibt. Und dass ihr natürlich auch darüber hinaus mit euren Freunden spricht, über die Möglichkeiten, sich demokratisch zu beteiligen. Da gibt es nämlich ganz viele Modelle. Es gibt zum Beispiel das Modell der Direktdemokratie. Man muss nicht in einer Partei sein, um sich wählen zu lassen für den Deutschen Bundestag. Man muss nicht sich zum Beispiel zu einer Ideologie bekennen. Ich mache also zum Beispiel Werbung für das Modell der Direktdemokratie, das davon ausgeht, dass man mit 300 Stimmen sich zur Wahl aufstellen lassen kann und dann von seinem Kreis, so ein Wahlkreis, so wie hier in Halle zum Beispiel, wären das 2 oder 3 Wahlkreise, sich dann in den Bundestag wählen. Mit diesem Wort Refugees meine ich nicht, dass generell alle Flüchtlinge vergewaltigen werden. Bitte missversteht mich da nicht. Sondern da meine ich wirklich diesen kriminellen Teil. Und da hat es sich im Internet auch, haben sich wirklich auch schon, die habe ich auch auf der Seite geteilt, Halle Leaks, haben sich integrierte Migranten zu Wort gemeldet. Und die haben also auch aus in Afrika Gebürtige, die haben gesagt, ey, ihr Flüchtlinge, benehmt euch, ihr kommt hierher, ihr werdet mit offenen Armen empfangen, benehmt euch, haltet euch an die Gesetze oder macht euch dorthin, wo ihr hergekommen seid. Ich meine, wenn wir das sagen, dann kriegen wir immer gleich diesen rechten Touch, dann werden wir pauschal als rechts bezeichnet. Dann vermeide ich auch gleichzeitig, dass ich aus Versehen so gestikuliere, dass die wieder einen Screenshot nehmen und mir behaupten, ist schon vorgekommen. Behaupten, ich hätte in dem Moment, da haben die, ich habe so gezeigt, die Hand war zufällig gestreckt, es war einfach in der Bewegung. Da haben die gesagt, liebe ich, zeig den Hitlergruß. Haben die sofort gesagt, ich habe da eine Vollmeise. Also es ist gut. Ich musste mir den Vorwurf anhören, ich würde durch die extrem vielen Meldungen über Vergewaltigung Ängste vor Flüchtlingen schüren und würde die Verwendung des Wortspieles Refugees, Rape und Refugees alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Das ist Quatsch. Rape heißt Vergewaltigung. Das ist das Wortspiel. Vergewaltigung und mit Flüchtlingen. Also nur der vergewaltigende Teil der Flüchtlinge. Also das ist Quatsch. Refugee ist nur die vergewaltigende Minderheit unter den Flüchtlingen. Ich berichte, weil seit Köln die Meldungen in der Presse förmlich explodieren. Überall wird auf einmal vergewaltigt, als hätten sich die Flüchtlinge dazu verabredet. Ich sage aber, das passiert schon immer. Es wurde nur nicht darüber berichtet. Also nicht darüber reden, um kein Öl ins Feuer zu gießen. Das wäre eine Vogelstrauß-Taktik. Und eine Relativierung von Verbrechen. Eine transparente Presse von Anfang an hätte unzählige Vergewaltigungen verhindern können. Jeder, der dies nicht möchte, um kein Öl ins Feuer zu gießen, ist mitschuldig an jeder noch kommenden Vergewaltigung. Seit Mitte letzter Woche kommen die Meldungen im Staccato, ich meine national deutschlandweit. In allen Zeitungen und Orten werden Übergriffe gemeldet. Das Alter der Opfer und Täter ist dabei in allen Bereichen. Opfer im Grundschulalter bis zur Oma, Täter oft Kinder. Jugendliche bis zu reifen Männern, einzeln oder in Gruppen. Auf einmal berichtet die Presse, auch in Sachsen-Anhalt, Flüchtlinge in Bernburg zum Beispiel, in Halle weiter nichts. Den Text hatte ich vor den heutigen Meldungen aus Halle geschrieben, deswegen. Weiter nichts. Dass hier nichts passiert, glaubt ihr das selber nicht? Hier in Halle funktioniert die Schweigespirale am besten. Die Information über Vergewaltigungen zu bekommen, ist hier in Halle schwieriger. Weil die Opfer aus Scham schweigen, das tun sie überall. Niemand geht im Gegensatz zu einem Diebstahl oder Raubüberfall als Opfer einer Vergewaltigung damit im Freundeskreis hausieren. Die Opfer gehen zum Notarzt, in die Notaufnahme, der Arzt meldet es der Polizei, diese gibt die Infoweisung nicht oder nur selektiert einen Teil weiter. Die Presse wiederum entscheidet, ob sie diese Infos an die Leser weitergibt oder nicht. Und in Halle
wo angeblich keine der täglichen Attacken passieren, wird geschwiegen. Vielleicht hat sogar meine Seite HalleLeaks daran Schuld, weil es in Halle möglicherweise gesonderte Order innerhalb der Behörden und Krankenhäuser gibt, dass nichts nach draußen dringen darf, weil es dann durch Leaks richtig an die große Glocke gehängt würde. Die Presse und auf Anordnung auch die Polizei haben am Anfang nachweislich versucht zu vertuschen. Zeugen aber bei der Menge an Berichten, Zeugenaussagen, Fotos und Videomaterial wird vertuschen nicht einfach. Um nicht gänzlich den Ruf als Lügenpresse zu bestätigen, mussten sie offensiv nach vorn gehen. Flucht nach vorn sozusagen. Die Schweigespirale scheint nun gebrochen. Und die Regierung nutzt auch diesen Dammbruch. Das Millionenheer der Unzufriedenen wird immer größer. Und wo diese ihr Kreuz machen, ist klar. Auch viele Nichtwähler wird diese Unzufriedenheit an die Urnen treiben. Und auch deren Kreuz wird nicht bei den Blockparteien landen. Voraussetzung dafür ist, dass die AfD es weiterhin versteht, sich als Alternative zu verkaufen. Also geht es der Bundesregierung, den ganzen Ministern und Abgeordneten, Dienstwagenfahrern, denen geht der Arsch auf Grundeis. Um die eigene finanzielle Existenz von allein können die Unionsparteien ihren Kurs nicht wechseln. Der CDU und CSU sitzen die Sozis, die Grünen und sogenannten Linken im Nacken und über den Atlantik und nach Brüssel gibt es Abhängigkeitsverhältnisse. Möglich, dass wir die Regierung im Moment zwingen können, einen gewissen Teil des Weges mit uns gemeinsam zu gehen. Es sind aber auch dann wahrscheinlich nur Lippenbekenntnisse. Die ergriffenen Täter von Köln sind bereits wieder auf freiem Fuß. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, auch bei einem Kurswechsel dieser Regierung zu vertrauen. Wir müssen auch dann weitermachen. Wir müssen die Politikerkaste abschaffen, weil auch die nächste Generation eventuell ausgetauschter Parlamentarier wird korrupt. Das ist menschlich bei einem genau aus diesem Grund hoch angesetzten Salär. Bundesregierung ungefähr 10.000 Euro im Monat, also der Bundestag 630 Leute ungefähr 10.000 Euro im Monat, Landtage 6.000 Euro im Monat. Die werden doch gekauft schon in der ersten Legislaturperiode, weil den vollen Pensionsanspruch erreichen sie erst mit Absolvieren der zweiten Legislaturperiode. Und das lässt sich keiner entgehen, das riskiert dort keiner. In dem Moment ist er gekauft. Die Frau sitzt ihm im Nacken, weil das schöne Haus haben sie sich gekauft auf Kredit. Sie sind ja liquid bei der Bank, die kriegen jeden Kredit mit dem Gehalt. Und das riskieren die auch nicht. Also das heißt, hofft auch nicht auf die nächsten Politiker. Da geht es den Berufspolitikern, gerade weil sie der charakterliche Bodensatz einer konsequenten Negativauslese innerhalb der Parteien sind, nicht anders. Unser Ziel muss weiter lauten, Demokratie. Danke. Danke dir, das waren eben sehr klare Worte zu der aktuellen Situation. Und ich finde eben, genau das muss jetzt fortgesetzt werden. Dieser Kurs muss fortgesetzt werden. Dass man offen über die Probleme redet, die wir im Land haben, dass man sie auch angehen kann. Diese Weichspülerei und diese Zensur durch dieses Political Correctness, dieses Orwellsche Neusprech, das ermöglicht eben, dass dieser Kurs so weitergehen kann. Und das eben verblendet den Blick der Bevölkerung über die wahre Situation im Land. Und genau das lässt uns eben glauben, dass die Situation, so wie sie ist, ganz in Ordnung ist. Nur weil wir hier nichts sehen, weil wir nicht ständig dabei sind. Aber wie sollte es denn unserer Meinung nach aussehen, damit wir mitbekommen, wie es wirklich im Land aussieht? Tatsächlich, dass auf den Straßen marodierende Banden zur Normalität gehören? Ist es dann Zeit, etwas dagegen zu tun? Oder nicht jetzt schon, während den Anfängen? Stellt euch vor, ihr bräuchtet im Durchschnitt nur 3 Tage in der Woche für 6 Stunden arbeiten. Und ihr würdet das Doppelte von dem verdienen wie heute. Und stellt euch vor, ihr könntet in den Supermarkt gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass in den Lebensmitteln, welche ihr kauft, irgendwelche giftigen bzw. gesundheitsgefährdenden Stoffe darin enthalten sind. Und ein Kühlschrank oder ein anderes Gerät hält über viele Jahre oder gar Jahrzehnte beim normalen Betrieb, ohne dass es kaputt geht. Und ihr fast jeden Tag mit Freude zur Arbeit geht und in eine glückliche Zukunft blicken könntet. Ja, und bevor ihr mich jetzt hier für einen Traumtänzer haltet, ich habe das jetzt aufgezählt, weil dies alles möglich wäre.
es wäre möglich, wenn wir in einem gerechteren Wirtschaftssystem leben würden. Und dieses Wirtschaftssystem wird uns seit Jahrzehnten vorenthalten. Ja, aber was haben wir stattdessen? Wir haben die höchste Armut, die höchste Altersarmut, zunehmende Altersarmut. Wir haben schlechte Bildung, wir haben Knappheit bei den Kindereinrichtungen und wir haben Preisanstiege bei Lebensmitteln und in anderen Bereichen, sodass also von den wenigen Lohn- oder Einkommenswachstum eigentlich gar nichts übrig bleibt, sondern eigentlich im Prinzip eine Lohnkürzung stattfindet durch die höher steigenden Preise im Verhältnis zum Einkommen. Und das trotz des fünffachen, in den letzten 50 Jahren, fünffachen Wirtschaftswachstums. Und das sollte uns zu denken geben. Wo ist denn das Ganze, wer sackt sich das ganze Wachstum oder die höheren Erträge, wer sackt die sich ein? Ja? Und schuld daran ist im Prinzip dieses Wirtschafts- und Geldsystem, in dem wir hier gefangen sind. Und wir werden seitdem verarscht, indem man uns ständig erzählt, es gäbe keine Alternative dazu. Ja, also das wäre so, und es gibt also zu dieser Form, dieser Wirtschaftsform mit, in dem sich die Staaten, auch die BRD, verschuldet bei privaten Banken, die Macht über die halbe Welt haben oder noch mehr, dass es dazu keine Alternative gäbe. Und das